Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein Horoskop für die kommende Woche an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Im Anschluss ziehen wir noch zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung ein. Auf diesem Kanal werden wieder regelmäßige Horoskope hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Eine Welle kreativer und romantischer Energie schwappt an diesem Montag, dem 5. Juni, an deine Küste, wenn Venus anmutig in den Löwen und in dein grenzenloses 12. Haus eintritt. In diesem ausgedehnten Zyklus, der bis zum 8. Oktober andauert, vermischt sich die Fantasie mit der Realität, denn vom 22. Juli bis zum 3. September steht ein Rückschritt an. In einer Welt voller Ungewissheit kann die Fähigkeit, sich in Tagträume zu flüchten, von großem Nutzen sein. Sei jedoch vorsichtig mit der rosaroten Brille der Venus, die dein Urteilsvermögen trüben und dich dazu verleiten könnte, die wahren Absichten der Menschen falsch zu deuten, vor allem, wenn der feurige Mars bis zum 20. Juli durch den Löwen fliegt. Wenn du eine neue und vielversprechende Person kennenlernst, solltest du unbedingt deinen Hintergrund überprüfen, um sicher zu gehen. Im besten Fall erhältst du sogar noch mehr Bestätigung dafür, dass du jemanden Tolles gefunden hast. Wenn du kürzlich eine Trennung überstanden hast, widme diesen Venuszyklus der Heilung. Es ist an der Zeit, noch bestehende Bindungen loszulassen, egal ob das bedeutet, dass du nicht mehr im T-Shirt deines Ex schläfst oder ununterbrochen durch seine sozialen Medien scrollst. Erlaube dir, zu trauern und dein Herz zu heilen, indem du Raum für neue Erinnerungen schaffst. Wenn die Person zurückkehren soll, wird das wahrscheinlich passieren, wenn du so sehr damit beschäftigt bist, dein eigenes Leben zu lieben, dass die Beziehung nicht mehr so wichtig ist. Wir verstehen die Versuchung, besonders wenn du übermäßig viel Zeit alleine verbringst. Aber vergiss nicht, dass nichts einsamer und angstauslösender ist, als mit jemandem zusammen zu sein, der dich ständig im Ungewissen lässt. Plane voraus und sorge dafür, dass dein Freizeitprogramm im Sommer mit Aktivitäten mit Freunden gefüllt ist. Bereite dich auf deine Präsentation vor, auch bei Bootspartys oder Sommerpartys, denn ab Sonntag steht deine Karriere im Mittelpunkt und wird zum Siedepunkt. Merkur wird in den Zwilling und in das 10. Haus deines Berufslebens eintreten und deine Ambitionen verstärken. Von jetzt an bis zum 26. Juni stehst du in Flammen und es ist wichtig, dass du kein Gramm dieses hochoktanigen Treibstoffs verschwendest. Die Menschen werden auf dein Handeln achten, und obwohl harte Arbeit für eine Jungfrau selbstverständlich ist, schadet es nicht, wenn du dich beeindruckend anziehst. Es kann sein, dass du in hochkarätige Meetings hineingezogen wirst oder in letzter Minute Einladungen zu Geschäftsessen erhältst. Achte auf deinen Körper und deinen Geist, um in diesem aufregenden, aber hektischen Tempo mithalten zu können, denn die Dynamik nimmt weiter zu. Außerdem wechselt der leidenschaftliche und durchdringende Pluto am Sonntag vom Wassermann, wo er deinen Wellnesssektor beeinflusst hat, zurück in den Steinbock und aktiviert für den Rest seiner Rückläufigkeit bis zum 10. Oktober dein 5. Haus des Ruhms und der Romantik. Wenn er sich vorwärts bewegt, kann dieser schwergewichtige Planet deinen Konkurrenzkampf verstärken und Gefühle der Eifersucht hervorrufen. Die rückläufige Phase, die am 1. Mai begann, ist jedoch eine willkommene Auszeit von solch intensiven Gefühlen. Sie bietet dir die Möglichkeit, einen objektiven Blick auf dein Innenleben zu werfen, ohne übermäßig ängstlich oder reaktiv zu werden. Wenn du mit romantischen Turbulenzen konfrontiert bist, kann dieser heilige Zyklus dir helfen, dein zartes Herz zu heilen. In einer festen Beziehung entdeckst du vielleicht tiefe Gefühle oder alte Wunden, die deinen Partner daran hindern, sich näher zu kommen. Auch deine schöpferische Arbeit kann sich verändern oder ihren Einfluss verstärken. Suche nach künstlerischer, poetischer und musikalischer Inspiration an neuen Orten. Erlaube dir, frei zu schreiben, zu zeichnen oder zu jammern, ohne dir Gedanken darüber zu machen,
wie es ankommen wird. Lass die kreativen Säfte einfach fließen. Wenn Pluto in 4 Monaten seinen Kurs korrigiert, könnte das, was du produzierst, unglaublich kraftvoll sein. Aber jetzt solltest du erst einmal Kunst um der Kunst willen machen und dich auf den Prozess einlassen, ohne übermäßigen Druck auf das Ergebnis auszuüben. Lass dich von dieser Welle kreativer Energie mitreißen, navigiere durch die Feinheiten der Liebe, ergreife Karrierechancen und beschäftige dich mit deiner Persönlichkeit, Jungfrau. Dies ist deine Zeit, um zu glänzen, zu wachsen und Kunst zu schaffen, die tief in dir verankert ist. Nun ziehen wir 2 Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung ein. Die Karte des Eremiten steht für eine tiefe Reise nach innen, auf der du nach Antworten und Führung suchst. Seine Bilder stehen für Einsamkeit, Selbstbeobachtung und das Streben nach innerer Weisheit. Wenn der Eremit in einer Lesung auftaucht, bedeutet das eine Zeit der Selbstbeobachtung, der Selbstreflexion und des Rückzugs von der Außenwelt. Heute ist ein Tag, an dem du die Einsamkeit annehmen, dich nach innen wenden und die Weisheit suchen solltest, die du nur in Momenten der Stille finden kannst. Die Eremit lädt dich ein, dich auf eine spirituelle Suche zu begeben, um Antworten auf deine tiefsten Fragen in dir selbst zu finden. Nutze die Einsamkeit als Chance zur Selbstentdeckung, Selbsterkenntnis und zur Kultivierung des inneren Friedens. Heute leiten dich die Energien des Eremiten dazu an, dich von äußeren Ablenkungen zu lösen und dich mit deiner eigenen inneren Stimme zu verbinden. Suche Trost in der Stille, beschäftige dich mit introspektiven Praktiken wie Tagebuchschreiben, Meditation oder Spaziergängen in der Natur. Finde Trost in deiner eigenen Gesellschaft. Denke daran, dass die Karte des Eremiten für eine Zeit tiefen spirituellen Wachstums und der Selbstentdeckung steht. Nimm die Weisheit an, die aus deinem Inneren kommt, und vertraue deiner Intuition. In der Einsamkeit kannst du Klarheit finden und die Wahrheiten aufdecken, die unter der Oberfläche verborgen sind. Die Herrscherin ist ein kraftvoller Archetyp, der die göttliche weibliche Energie verkörpert und die heilige Verbindung zur Natur und den Zyklen des Lebens darstellt. Ihre Präsenz ist nährend, reichhaltig und überfließend mit kreativem Potenzial. Wenn die Herrscherin in einer Lesung auftaucht, bedeutet das eine Zeit des Wohlstands, der Fruchtbarkeit und der harmonischen Schöpfung. Heute ist ein Tag, an dem du dich mit den nährenden Aspekten deines Wesens verbinden und die Fülle, die dich in all ihren Formen umgibt, ehren kannst. Die Herrscherin-Karte erinnert dich daran, deine angeborene Kreativität anzunehmen und deine tiefsten Leidenschaften und Ideen zu verwirklichen. Du wirst ermutigt, deine kreative Quelle anzuzapfen und deinen einzigartigen Gaben zu erlauben, zu erblühen und zu gedeihen. Beschäftige dich mit Aktivitäten, die dir Freude bereiten, gönne dir Rituale zur Selbstfürsorge und umgebe dich mit Schönheit und Liebe. Vergiss nicht, dass die Herrscherin-Karte dich dazu einlädt, eine tiefe Verbindung zur Natur zu kultivieren. Verbringe Zeit in einer natürlichen Umgebung und lass dich von der Energie der Erde verjüngen und inspirieren. Lass dich von der Weisheit der Natur inspirieren, um Gleichgewicht und Harmonie in deinem Leben zu finden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teile dieses Video gerne mit deinen Freunden und deiner Familie. Hinterlasse auch gerne einen Kommentar. Bis bald.